Mit der 10. Edition von Warhammer 40k haben die Tyranniden ein notwendiges Major-Update bekommen. In den letzten Editionen bekamen sie zwar immer neue Regeln in Form der Kodizes und ein bis zwei neue Modelle dazu, das war's aber. Viele der Figuren sind über 20 Jahre alt und benötigten ein Rework. Das kam jetzt und ich als alter Tyranniden-Spieler habe mich ein wenig verflucht, all meine Minis damals verkauft zu haben. Von Games Workshop habe ich jede der neuen Release-Boxen der Tyranniden einmal zugeschickt bekommen und ich werde sie mir alle anschauen. Doch für alle wäre ein Video ein wenig überfrachtet und daher schaue ich mir nun die heilige Dreiliktorigkeit an. Der neue Liktor-Bausatz, der Neuroliktor und der Todeshetzer. Mein Lieblingstentakelmaul hat hier jetzt doch schon harte Konkurrenz bekommen. Sorry, Mann. Die Miniaturen bestehen alle aus dem Hartplastik, das wir von Citadel kennen und welches Standard in der Branche ist. Der Liktor und der Todeshetzer werden in zwei Gussrahmen geliefert und der Neuroliktor in einem, was auch die Boxgröße jeweils erklärt. Bei allen Modellen kann ich nur sowas von empfehlen, sich an die Bauanleitung zu halten. Denn die neuen Liktoren sind zum Teil recht abstrakt, was ihre Anatomie und erst recht einzelne Teile angeht. Denn einige der Bauteile sind Gelenke oder Verbindungsstücke, die teils in den Hohlkörper eingesetzt werden. Daher kein auf coolen männlichen Modellbau machen, der keine Anleitung braucht und wirklich lieber nach Anleitung bauen. Ja, wenn man sich daran hält, ist der Zusammenbau in der Tat auch echt entspannt. Beim Liktor kann man sogar von einer gewissen Modularität sprechen, denn dieses ist das einzige der drei Modelle, welches verschiedene Bauvariationen beinhaltet. Der Todeshetzer und der Neuroliktor sind nur in einer Pose zusammenbaubar und man kann dort keine Teile austauschen. Der normale Liktor hingegen hat drei Posen, zwei Köpfe und vier verschiedene Arme sowie Haltungen der oberen Sensenarme. Doch kann man zumindest die Arme und den Kopf ohne großen Aufwand innerhalb der Pose austauschen und mischen. Zum Beispiel habe ich hier den ersten stehenden und nicht den kriechenden und lauernden gebaut. Allerdings kommt der Kopf und der linke Arm aus einer anderen Version. So kann man, sollte man mehrere Liktoren haben wollen, Variationen in den Bausatz bringen. Der Todeshetzer war das einzige Modell, bei welchem ich ein wenig geflucht habe. Denn die Passgenauigkeit zwischen dem linken Bein, dem Körper und diesem Fleischumhang war nicht so geil. Dieser Umhang wird am besagten Bein und am Schwanz gleichzeitig befestigt. Ich weiß nicht, was hier der Grund war, aber wenn ich versucht habe, eine Lücke in der Passgenauigkeit zu schließen, tat sich woanders eine neue auf. Ich habe im Endeffekt eine Lösung aus Gewalt, Sekundenkleber, Aktivatorspray und eine kleine Lücke zwischen Bein und Körper gefunden. Ansonsten ist die Passgenauigkeit erfreulich gut und viele Klebestellen sind nicht zu sehen. Also fast das genaue Gegenteil einiger weniger Tyranniden-Modelle aus der Leviathan-Box. Ja, Killer Screamer, ich meine dich. Die Angusspunkte der Einzelteile im Gussrahmen wurden gut gewählt und die Gussnähte waren nicht allzu stark. Auch liefen diese nicht optisch über wichtige Stellen, sodass sogar ein Entgratungs-Snoop wie ich wirklich gute Ergebnisse dabei rausbekommt. Der Guss ist knacke scharf und kontrastreich. Dass die Modelle in 3D modelliert wurden und viele Elemente in allen Lektoren mehrfach verwendet wurden, ist ein wenig auffällig, aber hey, geschenkt. Immerhin sind es ja auch irgendwie alles Liktoren. Allerdings fällt auch auf, dass einige Teile einfach nur etwas größer skaliert wurden, ohne dass sich offenbar hinterher nochmal jemand rangesetzt hat und die Details nachschärfte. Beim Todeshetzer, der das größte Modell von allen ist, fällt das minimal auf. Da gibt es tatsächlich andere Bausätze aus der gleichen Reihe, wo das mehr auffällt. Das kommt aber in einem anderen Video. Aber ehrlich gesagt ist das, was die Liktoren hier abliefern, immer noch weitaus detaillierter und schärfer als bei den meisten Mitbewerbern, die in Hartplastik gießen. Auch bestehen alle Modelle fast aus einer übertriebenen Anzahl an Einzelteilen. Das hat aber den Vorteil, dass die Modelle so viel dreidimensionaler gestaltet werden können und der Detailgrad zusätzlich zur erhöhten Größe der Modelle steigt dadurch enorm und auch alle Details sind dadurch hinterschnitten. Chapeau Games Workshop, gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, es ist ein wenig schwer für mich, hier neutral zu bewerten. Denn ich bin ein großer Fan von Kreaturendesigns à la Alien, Dead Space und dem Cthulhu-Mythos. Und was soll ich sagen, all das findet man in diesen Liktoren echt wieder. Besonders der Todeshetzer und der Neuroliktor haben einen großen Schuss unter Wasserkreatur abbekommen. Eine Mischung aus Seespinne und Oktopusmonster. Und gerade der Neuroliktor wirkt mit seinen filigranen Armen und den vielen kleinen Stacheln und Gelenken an diesen
wie eines dieser fiesen Krustentiere, bei dem die eine oder andere Arachnophobie kicken könnte. Dazu kommt es, dass alle drei Modelle Fresstentakeln um den Mund haben, was ich designtechnisch eh ziemlich geil finde. Die Kreaturen wurden tatsächlich nochmal fremdartiger gemacht und wirken aufgrund dessen für mich ziemlich faszinierend. Ein bisschen schwach hingegen sind die Posen. Was? Wie kann man denn das sagen, wenn der Todeshetzer einfach mal so eine fette Pose hat? Ja, und der Liktor eigentlich an sich auch. Aber, um auf hohem Niveau etwas zu mäkeln, beim normalen Liktor habe ich irgendwie das Gefühl, dass dieser in den Varianten keinerlei Körperspannung hat. Der wirkt trotz seiner Gliedmaßen, dem suchenden Blick und dieser ganzen Bösartigkeit sowas von entspannt, dass er auf der Base nicht zu stehen, sondern zu schweben scheint. Irgendwie, ja, der Körper reagiert nicht auf den Untergrund. Da fehlt einfach ein wenig die gefühlte physische Verbindung. Der Neuroliktor ist in seiner "Huch, ich bin gerade am Duschen, Sir!" Pose so verdreht, dass er zwar eine coole Szenerie darstellt, aber irgendwie mehr für Dioramen und Vitrinen taugt und weniger als Spielfigur. Denn solche Posen sind irgendwie nicht so geil. Ich persönlich präferiere da mehr Figuren, die auch in die Richtung gehen, in die sie schauen. Oder zumindest ansatzweise. Der Todeshetzer mit seinem Diorama-Aufbau hingegen ist schon eine ziemlich coole Socke. Die übrigens nicht nur aufgrund des Aufbaus das größte Modell ist, der Körper ist es auch, deutlich sogar. Aber allen Modellen ist ein gefühlter Nachteil gemein. Ihre humanoiden Händepaare stehen alle auf halber Höhe gespreizt da, als ob sie mit Bändern an den oberen Gliedmaßen befestigt wären und sonst schlaff herunterhängen würden. Der große Bär im blauen Haus lässt da grüßen. Auch mag ich ja Tactical Rocks, aber dass jedes dieser Modelle ein Bein auf einer erhöhten Modellierung hat, ist schon arg auffällig. Brrr, ich liebe diese Tentakelmonster. Ja, der Neuroliktor ist für mich der Schwächste aus dem Triumvirat, aber dafür auch der Fremdartigste. Der normale Liktor ist für mich ein wirklich gutes Modell und der Todeshetzer könnte auch exakt so bei Infinity the Game auftauchen. Und das ist ein ziemlich hartes Lob. Allein schon der Fleischumhang, der besagt, hey, Rule of Cool, halt deine Tentakel, ich bin jetzt hier. Durch die Bank weg sind das für mich die besten Modelle, die Games Workshop seit langer Zeit designt und veröffentlicht hat. Der Mut, mit den Tyranniden-Design nochmal einen Schritt weiter zu gehen und das klassische Käferthema gegen Cthulhu-eske Unterwasser-Designs zu tauschen, finde ich enorm gut, da die Monster dadurch noch fremdartiger und unangenehmer wirken. Ist natürlich nur noch die Frage des Preises. Das teuerste Modell ist der Todeshetzer. 50 Euro laut Hersteller. Finde ich ehrlich gesagt okay für dieses Modell, wenn man die Größe und das Design betrachtet. Allerdings funktioniert das Modell für mich dann wohl auch eher als Vitrinstück und da geben Maler ja sowieso immer gerne etwas mehr aus. Der Neuroliktor liegt bei 32,50 Euro, was für mich etwas erhöht ist. Ja, er ist weitaus größer als ein normaler Infanterist, aber 30 Euro wären bei mir eine gefühlt fröhlichere Bepreisung gewesen. Das gleiche gilt für den Liktor. Bei diesen kann man die 40 Euro zwar schon irgendwie nachvollziehen, naja, also nicht ganz, aber zumindest den höheren Preis als beim Neuroliktor, denn beim normalen Liktor sind halt zwei Gussrahmen drin, das sind viele Teile und Variabilität. Aber auch das ist so eine Sache. Ich glaube, als Sammler und Vitrinenminiaturen kann man die Preise nehmen. Als Spielfiguren, der weitaus größere Tyrannofex liegt auch bei nur 50 Euro, wobei der Bausatz ist hart in die Jahre gekommen. Deutlich günstigere Preise für Warhammer 40k bekommt ihr natürlich bei meinen Partnershops. Die Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt und wenn ihr ein Supporter-Abo für Deist bei www.co-fi.com/deist habt, bekommt ihr noch Rabattcodes, mit welchen ihr nochmal spart. Könnte sich bei dem ein oder anderen größeren Einkauf durchaus lohnen. Apropos Coffee Support. Die Supporter im Producer-Tier können ab heute abstimmen, welche der Tyranniden-Boxen als nächstes angeschaut werden und ein Video dazu produziert werden soll. Also gerne mitmachen und abstimmen. Und was ihr auch abstimmen solltet, ist in den Kommentaren. Schreibt mir eure Meinung zu den drei Liktoren in die Kommentare. Mich würde sehr interessieren, was ihr von den Modellen haltet. Aber traut nie einem Liktor, denn der hat ein Delikt vor.